Hallihallo und willkommen zurück zu Hex Heresy of the Wizard. Wir sind hier im dritten Turm von dem Feuergott, ist das der Turm. Und, oh, okay, da haben wir noch jemanden übrig gelassen in der letzten Folge. Und ja, jetzt werde ich so zum zweiten Mal sagen, wir sind in Folge 24. Also das ist das zweite Mal, dass ich überhaupt in der Folge sage, welche Folge es gerade ist. Ich will mir so ein bisschen angewöhnen, das häufiger zu tun, weil es kann vielleicht doch mal ganz nützlich sein, so. Also was haben wir hier? Erstmal eine Druckplatte und was ich hier noch gesehen hatte ist, diese beiden Türen können wir ja im Prinzip nicht nutzen, weil hier was davor steht. Können wir die eigentlich öffnen? Ups. Okay, das war nicht so gut. Gut, ich glaube, da heilen wir uns jetzt lieber erstmal, nachdem ich mich gekonnt selbst abgeschossen habe. So, was passiert, wenn wir hier drauf treten? Nichts. Okay, ich hätte jetzt gedacht, da dreht sich vielleicht dann irgendwas. Okay. Dann ist vielleicht irgendwas aufgegangen oder so. Mal gerade schauen. Hier unten können wir noch lang. Vielleicht ist das wirklich aufgegangen. Ne, wobei, da hätten wir auch so schon lang gekonnt. Glaube ich. Mal schauen. Mal schauen, was wir hier so vorfinden. Zwei Türen. Brauchen wir hier einen Schlüssel? Ja, Gold Key. Haben wir denn vielleicht einen? Sieht nicht so aus. Nö. Und hier? Night Key. Okay, haben wir beides nicht? Ach, Betten dahinter. Das könnten wir gerade richtig gut gebrauchen. Okay, aber was macht diese Druckplatte? Müssen wir da vielleicht was drauflegen? Oder gibt es vielleicht noch eine zweite Druckplatte? Mal gucken. Das ist die Druckplatte. Nö, scheint wirklich die einzige zu sein. Okay, das heißt mit... Ach, da ist noch was in der... Wand. Ein Knopf. Okay. Kann es vielleicht sein, dass diese Druckplatte... diese Säule hier dreht? Ja, genau. Okay. Gut, dann haben wir das. Okay, aber die Tür oder diese Holzsäule hat sich nicht weiter gedreht, aber... Gucken wir doch hier mal rein. Ein Night Key. Okay. Ich schau, ihr hört, den brauchen wir. Okay, und jetzt nochmal drehen. Dann... Gucken, jetzt zeigt die Tür hier hin. Ja. Können wir, wenn wir das jetzt nochmal machen, dann schaut die Tür hier nach außen und das bringt uns rein gar nichts. Hurra! Okay, also Night Key haben wir. Und es wird doch irgendwie dunkel, finde ich. Ja. Also schauen wir doch mal hier rein. Gut, das Bett nutzen wir auf jeden Fall erstmal. Natürlich bei geschlossener Tür. Und was haben wir hier Schönes? Scroll of Earthblade. Okay. Aber erstmal, bevor wir jetzt schlafen, schon, okay, die müssen aber erstmal was futtern, auf jeden Fall. Wobei, wir können mal gerade schauen, ob die vielleicht trotzdem was regenerieren? Oder auch ein Level-Up bekommen. Auch schön. Aber gut, sie regenerieren zumindest noch. Das ist schon mal eine gute Sache. Das heißt, wir sind jetzt zumindest mal wieder eine Spur näher an, keine Ahnung, irgendwas. Ist schon zu lange her. To pass the lock, just turn the block. Okay. Ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, welchen Block wir damit gedreht haben. Und da werden wir gleich erstmal schauen. Hier können wir es sogar sehen. Und ja, okay, die Tür schaut jetzt schon richtig. So. Und da haben wir dann... irgendwas drin? Ach, da. Okay. Gold Key. Und den brauchen wir wiederum für diese Tür hier. Okay. Keine gute Idee. Okay, dann so hier probieren. Und dann einmal so hier.
Nicht in der Ecke drängen lassen. Das hätte Nachteile. Okay, hier kommen wir auch noch raus. Dann machen wir einmal das und dann... Okay. Gut, mit dem letzten werden wir dann wahrscheinlich auch einen ganz guten Kreis laufen können, hoffe ich mal. Common Keys, yay. Die kriegen wir echt nicht sonderlich häufig, muss ich mal sagen. Okay, wo ist der andere? Ist der jetzt abgehauen? Mag der uns nicht mehr? Hey, wo ist der hin? Vielleicht... Ach, da ist er ja. Okay. Okay. Da kann er durchschießen. Ach du Schande. Ach du Schande. Okay. Nee. Da müssen wir uns einmal kurz wieder hochheilen. In der Hoffnung, dass... Nee, die heilen schon nicht mehr. Okay. Aber da fällt mir auch gerade mal auf. Wir haben ja im Prinzip den... Nee. Vergesst, was ich sagen wollte. Ich wollte nämlich gerade nur sagen, wir haben ja den Renew-Zauber und damit können wir uns ja hochheilen, ohne dass wir was essen müssen. Aber der Vitalitätsbalken, der füllt sich natürlich auch nicht. Insofern würde ich mal sagen, es ist an der Zeit, was zu futtern. So. Damit wir wenigstens ein bisschen was noch regenerieren, bevor wir das jetzt wieder versuchen. Wobei wir uns hier leider ziemlich in die Ecke drängen lassen können. Das ist eigentlich nicht gut, dass ich jetzt hier hingegangen bin, aber im Endeffekt, wir haben ja Confuse als Zauber. Wenn wir den so nutzen, damit wir den Mob, der da vor der Tür jetzt auf uns wartet, so ein bisschen in Schach halten. Ja, ich denke, das könnte klappen. Das sollte nicht in die Ecke gedrängt werden. Okay, es geht nur gerade so langsam. Ich dachte, die sind schon wieder am Verhungern. Sind es wahrscheinlich auch, aber hey, egal. So, es ist schön dunkel. Also machen wir es jetzt mal wieder hell. Gut, dann... Jetzt müssen wir auf jeden Fall mal durchbuffen hier. Earthblade brauchen wir natürlich nicht. Das nehmen wir. Und keinen Terror. Definitiv keinen Terror. Dazu aber Confuse. Und mit Face können wir uns natürlich, glaube ich, durch ihn durchporten. Das hätte auch was. So, dann... Probieren wir es doch mal. Nein. Okay, gut. Ja, doch, so einzelne Gegner kann man damit doch ganz gut in Schach halten. Und wir haben damit auch nur relativ wenig Mana verbraucht. Wird es in diesem Spiel überhaupt Mana genannt? Magie halt, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. So, was haben wir hier Schönes? Ach, eine Treppe nach oben. Die auch sehr freundlich aussieht. Mal gucken, haben wir vielleicht noch irgendwas vergessen? Nee, ist alles aufgedeckt. Okay. Dann also auf in die nächste Etage. Okay. Ah, ich würde fast erwarten, dass hinter der Tür irgendjemand auf uns wartet und... Okay, beides braucht Common Keys. Da würde ich schon mal sagen, wir machen einfach mal beide auf, oder? Ja, doch. Ja. Okay. Und solange du nicht zauberst, können wir es ja auch mit Nahkampf probieren. Okay. Und wenn da noch einer ankommt, dann... Nix. Nix da. Nein. Das ist nicht gut. Okay. Ein Glück, dass die keine Türen öffnen können. Ich warte halt wirklich, dass die so langsam mal deutlich schwieriger werden. Ja, genau. Den holen wir uns erstmal selbst ins Gesicht. Wenn schon, denn schon. Aber ich glaube, der Renew-Zauber, der haut auch ganz gut rein. Der Regen-Zauber haut auch ganz gut rein. So, okay. Weil ich fand, wir wurden ziemlich gut hochgeheilt oder hatten zumindest keinen wirklichen Lebenspunkteverlust dabei. Was mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt hat. Aber hey,
Man soll einem Geschenken gar nicht ins Maul schauen oder so? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Und ein Ei. Und noch mehr Kohle. Stimmt, waren ja auch drei Gegner und nicht nur zwei. Gut, dann einfach nochmal gerade durchbuffen, so auf dem Weg. Und dann schauen wir uns erstmal an, was wir hier so haben. Geht es eigentlich nur mir so, oder habt ihr auch das Gefühl, dass die Torch irgendwie neuerdings schneller ausgeht oder schneller dunkel wird? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, als ob wir das inzwischen deutlich häufiger zaubern müssen als noch vor 10 Folgen oder so. Okay, braucht einen Common Key. Da schon wieder. Oder? Ja, okay, diesmal habe ich mich anscheinend geirrt. Gut, brauchen wir hier irgendwas? Und ich kümmere uns gleich. Die regenerieren sowieso keine Lebenspunkte. Battle Gloves. Ah, der hat die bereits. Und der nicht. Gut, dann kriegt auf jeden Fall der die. Und hier hinten, es ist nicht nötig. Das heißt, die bewahren wir dann für später wieder auf. Also zum Verkaufen. Und gucken jetzt erstmal hier rein. Und was wir hinter dieser Tür so Schönes haben. Hallo? Ich denke, das ist noch unter Kontrolle. Der hat eigentlich erst nur viel ausgehalten und ein Dragon Ring. Ein Dragon Ring macht den Fire Ward Spell. Das ist, glaube ich, irgend so ein Ding, das auf den Boden gelegt wird. Hatten wir das nicht sogar in der letzten Folge mal getestet oder so? Das ist schon so lange her. Und ein paar Pfeile, die wir nie brauchen werden. Und ich bitte, etwaige Hintergrundgeräusche zu entschuldigen. Das lässt sich leider momentan nicht vermeiden. Aufgrund von Nachbarn. Und ja, wir spielen einfach mal trotzdem weiter und gucken mal, wohin uns der Weg so führt. Jetzt machen wir aber nochmal wirklich nach. Zumindest, na gut, Earthblade. Ich kann es eigentlich wirklich sein lassen. Also Earthblade zaubern, weil brauchen wir einfach nicht. So, gut, Regen, Arcbolt, Fireball. Okay. Okay, der hält auch wieder ein bisschen mehr aus. Aber hier können wir eigentlich auch. Okay, jetzt wollte ich gerade auf Witchwind greifen oder zurückgreifen und ja, braucht man in dem Moment dann doch nicht mehr. So, was haben wir hier Schönes? Ups. Und war hier nicht. Habe ich mich jetzt verguckt oder nicht? Ich dachte, hier wäre gerade offen gewesen. Wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich habe ich mich verguckt. So. Ein Bett und da liegt noch irgendwas. Knöpfle. Okay, nehmen wir erstmal noch diesen Trank hier mit Chimera Blood. Das ist, okay, um die Lebenspunkte auf über Maximum zu erhöhen. Genau, und das probieren wir doch direkt mal aus. Nur damit wir mal die Wirkung sehen. Also, und zwar, okay, nehmen wir einfach für unsere Frontkämpferin. Die hat jetzt 534, wenn wir es trinken, 771, wow. Okay. Gut, dann behalten wir jetzt das erstmal im Auge, wie lange das eigentlich anhält. Beziehungsweise ob es von selbst wieder weniger wird oder nicht. Silver Key. Die Druckplatte, da will ich irgendwie noch nicht drauf treten. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dann was Böses passiert, wenn wir das täten. Okay. Ein Ei. Zwei weitere Schalter. Drei weitere Schalter. Und ein Teleporter. Hurra. Okay. Und zwar dort, in dieser Ecke. Warum? Wahrscheinlich verschwinden noch diese Dinger oder so. Moment, war das gerade verschwunden? Ah, okay. Also hier vor uns ist quasi eine Druckplatte und sobald wir da drauf treten, kommt dieses Ding das da wieder zurück. Interessant. Gut, dann werden wir wahrscheinlich noch mehr machen müssen. Und in dem Fall
drücken wir jetzt mal. Wo waren das andere nochmal? Ich glaube, hier, genau. Ich erwarte nur bei diesen ganzen Knöpfen irgendwo eine Falle. So eine richtig fiese, böse Falle. Dass jetzt gleich wir von 1000 Gegnern umschwärmt. Umschwärmt? Vollgeschwärmt, vollgeschwärmt, wie auch immer werden. Hat irgendwas Böses. Und, ja. Guck mal, hier kommen wir nicht lang, oder? Nee. Nee, okay, das heißt, wir probieren es jetzt einfach mal hier. Na, toll. Okay, das heißt, wir haben jetzt vor ein kleines Rätsel vor uns. Na, da bin ich schon mal gespannt, ob wir das lösen. Was macht dieser Knopf? Hier auf jeden Fall nascht. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas? Nein. Mal gucken, der blaue Knopf macht da auch nichts und der hier auch nicht wirklich. Ach, hier ist wirklich was offen. Okay. Habe ich mich also eben doch nicht verschaut. Interessant. Ich habe schon fast an meinen Augen gezweifelt hier. Aber jetzt wieder. Das heißt, hier sind anscheinend einige unsichtbare Druckplatten auf dem Weg. Deswegen gehen wir jetzt mal so hier außen rum. Ne, ist immer noch. Oder ist es der blaue Knopf vielleicht? Der diese Wand verschwinden lässt? Ja, okay. Und vor uns ist eine Druckplatte. Puh, okay. Das sieht... Auch wenn es eigentlich relativ simpel ist, aber es sieht ein bisschen komplizierter aus. So. Okay, und jetzt sprechen wir auf jeden Fall erstmal ab, weil ich erwarte so ein bisschen, dass hinter uns eine Wand auftaucht, vor uns eine Wand verschwindet und dann erstmal wir von Gegnern überwältigt werden. Also die allgegenwärtige Paranoia. Oh, und wir haben schon wieder keinen Platz mehr. Hervorragend. Was haben wir hier? Ruby Key. Und wir haben einen Silver Key. Okay. Ah, den Silver Key braucht man, glaube ich, hier, oder? Ja. So, was macht dieser Knopf? Ah, hier. Okay. Das heißt, wir können es hier geradeaus. Und hier diesen Knopf drücken. Mal gucken, was der macht. Okay, da würden wir dann hier wiederum lang kommen. Aber sobald wir hier drauf treten, ist das hier wieder zu. Wie machen wir das dann am blödesten? Puh, das bereitet mir gerade echt ein bisschen Kopfzerbrechen und ich würde mal sagen, wir machen damit einfach in der nächsten Folge mal weiter. Mal gucken, wie es hier dann wirklich weitergeht. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.